Der Kampf um Buga 23 in der Quadratestadt ist im vollen Gange. Die Befürworter übermalen die Schilder der Gegner. Sie sehen in der Bundesgartenschau Möglichkeiten, von denen die Stadt noch lange profitieren könnte. Die Gegner befürchten einen Schuldenberg. Den Plänen zufolge soll die Mannheimer Bundesgartenschau 2023 unter anderem auf einem frei werdenden US-Militärgelände, dem hier gezeigten Spinelli-Gelände, angesiedelt werden. Einbezogen werden sollen auch eine Teilfläche eines trockengelegten Neckarflussgebietes, die Feudenheimer Au. Neben den Fragen um die Finanzierung führt vor allem der Umgang mit der Au als Naturschutzgebiet zum Streit. Mannheim ist gespalten. Buga ja oder nein? Was halten Sie als Anwohner von der Buga 23? Ganz einfach gesagt nichts, weil dadurch die Feudenheimer Au ja letztlich zerstört wird, auch wenn es von den Befürwortern anders ausgedrückt wird. Der Vorbehalt, dass es als Landschaftsschutzgebiet erhalten bleiben soll, ist ein Witz. Ich werde morgen für die Bundesgartenschau 23 stimmen, weil ich glaube, dass es ein gutes Projekt für Mannheim ist, dass es stadtpolitisch für die Stadtentwicklung gut ist und deswegen bin ich dafür. 1975 fand schon einmal eine Bundesgartenschau in Mannheim statt. Im Zuge dieser wurde der Luisenpark und der Herzogenriedpark großzügig erweitert und neu gestaltet. Noch heute suchen viele Mannheimer vor allem auch mit ihren Kindern die Parks als Rückzugsort auf.